Ja, herzlich willkommen, lieber Steinbock. Ich bin Tamara und ich mache heute eine intuitive Tarotkartenlegung für den Monat April. Und ich möchte gerne schauen, wer auf dich zukommt und wie so deine Energie ist, was das Thema ist zwischen euch zwei und was auch der Ratschlag ist vom Universum an dich. Ich bin ein bisschen spät dran, lieber Steinbock. Aber vielleicht bringt dir diese Legung doch auf irgendeine Art und Weise etwas. Vielleicht einfach nur als Bestätigung oder einfach auch im Moment gerade. Vielleicht befindest du dich dann auch gerade so in einer Situation, wo du auch gar nicht so weißt, was auf dich zukommt. Und genau, dann beginne ich mal gleich und bitte die geistige Welt um eine Energie für den Steinbock. Was kommt auf den Steinbock zu im Monat April? Wer und was kommt auf den Steinbock zu? Bitte eine Energie. Page der Stäbe. Okay, du hast es mit einer Person zu tun, die ein bisschen so, ja, eine Person, die vielleicht ein bisschen so jünger ist, eine Person, die ein bisschen so, ja, jetzt, wir haben ja nicht einen König der Kelche hier, sondern ein Page der Stäbe. Eine Person, die einfach lebensfreudig ist, einfach ein bisschen abenteuerlustig ist, einfach so das Leben ein bisschen einfach stündlich anpackt, ja, stündlich lebt, ohne sich groß Gedanken zu machen. Ast der Stäbe, sehr leidenschaftliche Energie auch, also irgendwie eine Person, die etwas mit dir möchte, ein Neubeginn, einfach auch eine, ja, hat schon ein bisschen Affäre-Charakter das Ganze, gell? Aber ein bisschen eine Person, die einfach, ich glaube einfach das Alte irgendwie möchte hinter sich lassen, irgendwie etwas, einen Neubeginn einfach möchte. Ohne schwere Gedanken. Also ohne jetzt, ja, ich möchte jetzt, das muss jetzt schon von Anfang an eine ernsthafte Beziehung sein und, und. Natürlich schaue ich nachher auch, wie deine Energie ist und was das Thema ist zwischen euch. Hier die drei der Schwerter ist sicher, ist hier eine Art Herzschmerz im Spiel. Und ich sehe gerade, dass, ja, sehr wahrscheinlich hast du es hier mit einer Person zu tun, die in der Vergangenheit vielleicht Mühe hatte, etwas in diese Situation hereinzugeben. Auf jeden Fall eine Person, die, ja, wir haben hier auf jeden Fall eine Energie von etwas hinter sich lassen, ja, etwas hinter sich lassen, es nochmals neu zu versuchen, auch eine, ja, den Wunsch einfach auch nach körperlicher Nähe, ja, das Vermissen nach Körperlichkeit, nach, genau, aber gerne möchte ich eine weitere Energie. Vielleicht hast du es gerade mit so einer Person zu tun und kommst nicht ganz draus, was jetzt diese Person genau von dir möchte. Klar ist Page der Stäbe so ein bisschen eine mehr unreifere Energie. Muss aber nicht unbedingt sein. Ja? Es kann auch sein, dass diese Person einfach eine Art Umdenken jetzt hat und sagt, ich möchte einfach die ganze Schwere aus der Vergangenheit hinter mir lassen, ich entscheide mich jetzt, das Leben zu leben. Ja, das ist auch eine positive Energie schlussendlich, weil wir können ja, wir können schon ein bisschen in die Zukunft schauen, ja, wir können Energien wahrnehmen, aber schlussendlich wissen wir nie genau, wie es dann ausgeht, ja. Auch wenn man von Anfang an eine total ernsthafte Beziehung anstrebt und diese möchte, kann es trotzdem sein, dass man nach einem Jahr nicht mehr zusammen ist. Aber das muss man einfach auch in Kauf nehmen und diese Person hat einfach so eine Art frische, neue Energie. Oha, Ritter der Stäbe, Zehn der Kelche, also diese Person
ist ein bisschen, es könnte sich sehr gut um ein Feuerzeichen handeln oder auch eine Person, die diese Energie hat von Temperament, ja, aber auch gleichzeitig Kelchenergie in sich hat, Wasserenergie. Sehr schöne Kombination, muss ich sagen, ja, das ist irgendwie so Leidenschaft pur, ja, da möchte man das, was man in dem Moment fühlt, auch wirklich auch in die Tat umsetzen, ja, diese Person spürt den Wunsch nach dieser Fülle, nach dieser Liebe mit dir zusammen, nach dieser Leichtigkeit und alles und wird auch das in Gange bringen, wird das in Gange setzen. Diese Person ist auch gewillt, jetzt entschlossen einfach ein paar Samen zu setzen, ein paar Zeichen zu setzen und auch auf dich zukommen. Ritter ist auch, bringt eine Kommunikation, die könnte auch sehr leidenschaftlich aussehen, so zum Beispiel einfach ein, hey, hast du Lust, mich zu begleiten? Am Wochenende ist ein Festival, ein Konzert, kommst du mit? Oder hey, hast du Lust mal auf eine Pizza, so spontan? Oder vielleicht hat es einfach ein paar Frühlingsblumen bei dir auf dem Bürotisch? Oder also irgendwie so etwas, so eine Spontanaktion. Ja, das ist eine Person, die sehr spontan agiert. Warum? Weil vielleicht spürt diese Person, dass du so vielleicht zurückgezogen bist, ein bisschen so für dich oder so, oder nicht viel preisgibst oder vielleicht im Moment eine Ruhe haben möchtest. Und diese Person möchte irgendwie hier etwas durchbrechen. Genau, aber was haben wir eigentlich bei dir? Ich hätte gerne eine Energie für den Steinbock, für den April. Was ist los bei Steinbock im April? Okay, es sind ein bisschen zu viele. Ich tue sie wieder zurück. Die Liebenden, okay. Also, nicht ohne Grund habe ich jetzt ein bisschen länger gebraucht, um die Karten zu mischen. Ich möchte natürlich wirklich einfach eine ernsthafte Energien wahrnehmen und nicht einfach nur so schnell eine Kartenlegung machen. Die Liebenden ist eine sehr, wie soll ich sagen, also manchmal auch traurige Energie, könnte man sagen, ja, weil es geht hier eigentlich um eine Entscheidung. Ist ein bisschen blöd gesagt, ehrlich, also weil ich meine, man denkt immer, ja, wenn man jemand liebt, dann ist es klar, die Entscheidung ist klar, aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute, immer mehr Menschen eigentlich das Problem haben, sich eigentlich zu entscheiden. Warum? Weil die Liebe, also wir haben ja auch noch einen Alltag, wir haben ja noch auch unsere persönlichen Themen und so weiter und dann fällt es dir richtig schwer, klar zu sehen, hey, wer möchte ich an meiner Seite haben? Möchte ich mit dieser Person noch weitermachen? Möchte ich diese neue Bekanntschaft vertiefen? Möchte ich mich nochmals versöhnen mit meinem Ex-Partner? Hier bist du in einer Energie, wo du vielleicht in einem Stillstand bist, tatsächlich. Vielleicht möchtest du einfach noch eine Zeit lang für dich noch sein, weil du das Gefühl haben könntest, ich muss hier einfach ein bisschen Zeit nehmen für mich, um hineinzufühlen, hineinzuspüren. Aber du bist schon in einer sehr leidenschaftlichen Energie, also der Lust eigentlich nach jetzt etwas zu konkretisieren, ist bei dir schon wirklich da. Nur bist du sehr wahrscheinlich seit längerer Zeit einfach für dich und hast irgendwie das Gefühl, du brauchst einfach einen Moment, um innezufühlen, was möchtest du wirklich und ja, ich kläre die Karten sowieso nachher noch ab, aber hier geht es klar um eine Entscheidung, die du treffen wirst oder hast vielleicht schon getroffen, wie schon vorhin gesagt, das kann einfach nur eine Bestätigungslegung sein für dich. Aber genau, ich schaue natürlich weiter, ob überhaupt das hier dir jetzt Freude macht. Hier ist eine Karte, die wollte liegen bleiben, die Gerechtigkeit.
Also hier geht es schon ein bisschen um eine Art, etwas ist passiert. Hier gab es einen Herzschmerz. In dem Fall war vielleicht der Herzschmerz auf deiner Seite. Etwas ist auf jeden Fall geschehen, was hier irgendwie etwas durcheinander gebracht hat. Diese möchte auch noch liegen bleiben. Die Acht der Schwerter, ein bisschen eine Energie von, ich weiß nicht, was machen, ich weiß nicht. Ja, so ein bisschen diese Energie von, hey, ich bin einfach müde, ich habe das Gefühl, gewisse Themen beschäftigen mich noch, ich konnte einfach nicht richtig abschließen mit etwas und ja, das habe ich so ein bisschen das Gefühl, könnte auch bei dir Thema sein. Was haben wir noch? Einfach einen Schmerz, oder, den du also bislang einfach nicht richtig konntest bearbeiten. Aber was haben wir noch bei dir für Steinbock im Monat April? König der Stäbe. Okay, also das könnte sehr gut möglich sein, dass es sich hier um eine... Also hier ist auf jeden Fall eine Person im Spiel, die hier, ich habe das Gefühl, ein bisschen durcheinander bringt in deinem Leben. Ich werde natürlich jetzt noch weiter abklären, um was es hier genau geht. Und König der Münzen, also die Geschlechter sind sowieso neutral zu halten. Also es ist für Mann und für Frau, die Geschlechter sind neutral. Ich werde jetzt ein bisschen abklären und herausfinden, um was es hier genau geht. Und natürlich, König der Münzen ist eine Energie, es könnte deine Energie sein oder es könnte eine Energie sein deines Ex-Partners. Und dass du einfach sagst, hey, ich habe da keine Lust mehr und du hast es vielleicht mit einer neuen Person zu tun. Dieser König der Stäbe könnte sich sehr gut um diese Person handeln, wo du einfach sagst, hey, ich nehme mir das Recht, mich, also du spürst vielleicht, du hast wirklich eine neue Energie, eine dynamische Energie in deinem Leben, es ist Leidenschaft pur und du musst aber noch mit einer alten Beziehung abschließen und du suchst irgendwie, du suchst den Weg zum Sagen, hey, ich muss hier keine Schuldgefühle haben. Ich muss hier partout keine Schuldgefühle haben. Ich treffe eine Entscheidung. Ich weiß, diese Entscheidung darf ich treffen. Also ich habe das Gefühl, dass du hier irgendwie so das Go brauchst vom Universum, dass du sagst, mach einfach. Du hast das gute Recht zum Sagen, hey, ich stürze mich in eine neue Leidenschaft hinein. Und hier bist du ein bisschen sehr wahrscheinlich mit den Acht der Schwertern, die wir vorhin gesehen haben, so in eine Energie von, ah, soll ich nicht oder irgendwie, hey, was tue ich eigentlich da und. Oder vielleicht auch alte Glaubenssätze, vielleicht auch kulturelle ja, Überzeugungen, so, die man vielleicht in der Kindheit eingeprägt bekommen hat. Müssen ja nicht schlecht sein, aber man darf ja auch mal selbst als Mensch, oder, zu sich stehen und hineinfühlen, hey, ist das eigentlich das, was ich wirklich möchte? Entspricht das wirklich dem, was ich wirklich möchte? Oder ist es einfach so ein bequemer Glaubenssatz, der mir einfach so eine Struktur und Sicherheit gibt? Weil hier haben wir ja den König der Münzen, das kann sehr gut sein, dass das eine Energie ist einer alten Partnerschaft, wo du einfach denkst, da habe ich Sicherheit, da habe ich diesen Wohlstand, da kann ich mich wohlfühlen auf der materiellen Ebene, aber grundsätzlich ist doch dein Wunsch da nach etwas, was ein bisschen Farbe in dein Leben bringt. Ich hätte gerne eine Energie, jetzt kläre ich mal die Karten hier ab und ich möchte gerne hier weitermachen, um ein bisschen zu vertiefen. Gerne eine Energie für den Page der Stäbe. Zwei der Schwerter. Eine Energie von nicht so klar sehen, sehr wahrscheinlich ist diese Person ein bisschen in einer Situation, wo diese Person sagt, hey, ich sehe gar nicht klar durch, wo Steinbock steht
Und ich mache jetzt einfach, ja. Es kann gut möglich sein, dass diese Person schon auch diese Energie gar nicht mehr möchte, in dieser zweiten Schwerter-Energie zu sein. Und drei der Kelche, ja, diese Person spürt, hey, hier ist noch eine dritte Person im Spiel. Und ich möchte jetzt einfach für mein Leben, ich meine, du hast es hier sehr wahrscheinlich mit einer Feuerperson zu tun. Feuerpersonen fackeln nicht lange, wenn die etwas sich wünschen, wenn die etwas im Herzen, in der Brust spüren, dann möchten die auch tatkräftig werden. Und du hast es hier mit so jemandem zu tun. Was haben wir hier für den Ritter der Stäbe? Siehst du, neun der Kelche, genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Diese Person wünscht sich hier eine Konkretisierung eurer Verbindung. Und diese Person wird einfach hier den ersten Schritt machen. Also wird hier auch auf dich zukommen. Also wenn du es hier mit einer Affäre zu tun hast, diese Person hat Leidenschaft für dich, diese Person möchte hier der Tod, ne? Der Tod ist auch Wiedergeburt. Diese Person möchte hier etwas beleben, ja, möchte hier etwas zu einer Erneuerung bringen und möchte ganz klar eine, dass hier etwas Neues entsteht, ja, möchte vielleicht dich auch überzeugen, hey, mach Schluss mit dem ganzen Quatsch und komm, folge mir, so quasi. Was haben wir hier für die 10 der Kelche? Der Eremit, also wie ich auch vorhin gespürt habe, der Rückzug eigentlich, der sehr stark da ist, zu spüren. Es gab hier einen Rückzug und sehr wahrscheinlich auf deiner Seite her, wo du einfach gesagt hast, hey, ich muss hier inne schauen, ich kann nicht so schnell. Ja, du bist auch ein Erdzeichen, du möchtest, du strebst auch Sicherheit an und so. Und vielleicht, aber du hast auch eine sehr leidenschaftliche Komponente in deinem Sonnenzeichen. Also in deinem Zeichen. Und es ist hier einfach eine Art, ja, mit diesem Eremit möchte diese Person irgendwie dir die Hand auch reichen, ja, irgendwie dich da herausholen und auch, ja, einfach ein, vielleicht bist du so in einer nicht gerade fröhlichen Energie, weil der Eremit so auch diese Karte jetzt von diesem Deck nicht gerade die allerfröhlichste Energie zeigt. Die Farben sind ziemlich düster und grau. Und diese Person möchte einfach Regenbogenfarben hineinbringen in deine Energie. König der Stäbe, nochmals, also du hast es hier wirklich mit einer Person zu tun, die wirklich auf den Tisch haut und sagt, hey Steinbock, bitte komm aus dieser Schlafenergie raus, folge mir. Ja, ich weiß nicht, ob das mit dir resoniert, lieber Steinbock, für irgendjemand wird es resonieren. Ich hätte gerne eine Karte für die Liebenden. Die vier der Münzen. Ja, du bist sehr zurückhaltend, was das Ganze angeht. Du bist sehr zurückgezogen und das macht auch dein Gegenüber ein bisschen stutzig und dusselig. Und natürlich kann auch sein, dass diese Person sich auch Gedanken gemacht hat. Wir haben ja hier viel Kelchenenergie. Diese Person, also es muss ja nicht ein Feuerzeichen sein, muss nicht. Es kann auch ein Widder sein, der zum Beispiel auch Venus im Fisch hat, zum Beispiel. Es sind alles nur so Beispiele. Es geht hier eigentlich mehr um eine insgesamte Energieaufnahme deines Gegenübers und um deine Energie. Auf jeden Fall ist diese Person, war auch sicher eine Weile zurückgezogen und hat auch gespürt, hey, ich möchte wirklich mit
Steinbock, ein Neubeginn. Ich möchte wirklich mit Steinbock die Verbindung vertiefen, oder? Und du bist einfach wirklich sehr zurückgezogen, weil für dich weil du vielleicht belastet dich die Situation auch, weil wir haben ja vorhin die 8 der Schwerter gehabt, ich belaste die Situation und du möchtest einfach deine Kraft ein bisschen wahren, du möchtest hier dich ein bisschen noch ausruhen, möchtest schauen, was gibt es hier, ja, eine Antwort, du suchst in dir auch eine Antwort, ja, und du möchtest, dass diese Antwort auch gerecht ist. Und natürlich hast du hier jemand, der dir hier ein bisschen Druck macht und du bist aber so in einer Energie von bitte langsam, bitte, ich brauche hier noch ein bisschen einen Moment für mich. Gerne, ja, hier Ritter der Kelche, oder? Diese Person bringt dir Botschaften der Liebe. Genau. Und gerne für die Gerechtigkeit eine Karte. Es ist einfach wie das Timing stimmt hier auch wie nicht so. Also, es ist ja jetzt einfach eine Aufnahme der Energien und das heißt ja nicht, dass ihr füreinander bestimmt seid. Also, es kann einfach sein, dass das hier jetzt für dich eine Chance ist und dass es vielleicht ein Weckruf ist vom Universum, das sagt, hey, es ist okay, wenn du eine Entscheidung triffst gegen deinen Ex-Partner oder so, dann ist das okay. Dann mach, weil du kannst ein gutes Gewissen haben. Aber es heißt ja nicht, dass du mit dieser Person musst zusammenkommen. Es ist einfach wie ein Weckruf und sagt, hey, das ist deine Chance. Aber vielleicht bist du einfach nicht in dieser, das Timing stimmt vielleicht für dich nicht und du sagst, nein, ich glaube, dass ich im Moment noch bei meinem Partner bleibe. Es ist mega schön, es freut mich, dass diese Person auf mich zukommt, aber ich kann nicht. Das Timing stimmt für mich nicht. Es ist für mich eine starke Überwindung, aus mir herauszukommen. Ich habe wenig Kraft, ich muss die Kraft für mich schützen und ich brauche Zeit noch, um eine Entscheidung zu treffen. Das könnte natürlich auch sein. Und kann auch sein, dass du hier irgendwie auch eine Strategie hast, wo du sagst, hey, ich winke ein bisschen ab, um ein bisschen diese Zeit noch zu gewinnen. Könnte auch sein. Gerne eine Karte für die Gerechtigkeit. Also, ich meine, Tarotkartenlegung sollte eigentlich helfen. Es sollte helfen, ein bisschen eine Inspiration zu bekommen. Natürlich muss die Legung und die Geschichte nicht eins zu eins zu deiner passen. Nicht eins zu eins, aber gewisse Dinge vielleicht schon. Aber eine Tarotkartenlegung sollte einfach eine Anregung sein. Sollte ein bisschen helfen zum Sehen, aha, es gibt tatsächlich Energien im Umfeld, die so und so sind und es sollten einfach auch Hinweise sein, zum Beispiel. Darum kann auch eine Tarotkartenlegung helfen. Sehr interessant, die Mäßigkeit auf die Gerechtigkeit deutet wirklich darauf hin, dass für dich eine starke Heilung im Gange ist. Du musst innerlich heilen, du musst auf dich sehr gut achten. Diese Situation hat dich ins Wanken gebracht und ich denke, dass die alte Situation dich sehr durcheinander gebracht hat und tatsächlich Engelenergie, große Arkane auch hier auf dem Tisch, deutet wirklich darauf hin, dass du das gute Recht hast. Das Universum ist hier wirklich im Spiel. Gerechtigkeit und Mäßigkeit. Du hast wirklich das gute Recht, für dich zu entscheiden. Und du hast es wirklich nötig, in eine Heilung zu kommen. Und vielleicht tut dir dieser Mensch auch gut. Vielleicht ist dieser Mensch jetzt einfach ein neuer Weg für dich, ein neues Buch. Und vielleicht ist dieser Mensch in dieser Zeitperiode der richtige Mensch für deine Seite und bringt dir neue Lebenskraft oder so. Das kann auch gut möglich sein. Auf jeden Fall brauchst du eine innere Heilung, du brauchst eine innere
Stabilität. Du darfst heilen. Du darfst dir sagen, hey, ich habe so viel getan. Ich war ehrlich auch alles und so. Und mir ist wirklich nichts Schönes widerfahren. Und du darfst dir etwas Gutes schenken. Du darfst dir Gutes tun. Du darfst dich, ja, du darfst dich jetzt einfach ausruhen und sagen, es ist gut, es ist genug, es ist gut. Ich darf jetzt mich, ich darf das Tor öffnen, das Tor eines neuen Lebensabschnittes darf ich jetzt öffnen, so quasi. Vielleicht ist diese Person einfach nur jemand, den du jetzt auf dem Weg begegnet bist, der dir so geholfen hat, eigentlich eine neue Perspektive zu bekommen, eine neue Lebenshaltung. Und vielleicht begegnest du dann irgendwann doch einem anderen Menschen. Aber dass diese Person, mit der du es hier zu tun hast, Liebe hat, das ist wahr. Diese Person hat Liebe. Weil das hier, diese spontane Energie, diese Flirt-Energie, warum sollte man diese eigentlich bemängeln? Ist auch eine Energie, die darf auch sein, ist auch eine mega schöne Energie. Warum nicht einfach spontan sein? Diese Person ist sich seiner Gefühle sicher, weil diese Person hat Innenschau gehalten und diese Person 10. Kelche, 9. Kelche, diese Person wünscht sich die Zeit mit dir, die Jahre mit dir zu verbringen, weil diese Person Liebe hat in sich, Liebe spürt für dich. Und das spürst du auch, das weißt du auch schlussendlich, weil sonst würdest du nicht in so einer schwierigen Situation sein. Also diese Person hat dich hier durcheinander gebracht. Gerne noch eine Energie für den König der Stäbe. Also es ist auch eine Verantwortung für mich, hier eine Legung zu machen, lieber Steinbock. Es ist nicht einfach für mich, weil ich sicher auch Dinge anspreche, die, ja, nicht einfach sind. 9. Stäbe, du bist hier, du tust dich selbst sabotieren. Dieser Mensch, ob Mann oder Frau oder weiß ich was für ein Wesen hier vor dir steht, mit einem Temperament vor dir steht, du schließt dich selber ein, du tust dich selbst in einer Gefangenschaft halten und sagst, soll ich oder soll ich nicht oder oh, war ja, so was, wer ist denn das? Und ich kenne das so gar nicht, war jetzt 20 Jahre irgendwie woanders unterwegs und darf ich das überhaupt und darf ich überhaupt Leidenschaft spüren? Natürlich, also irgendwie bist du hier in einer sehr selbst sabotierenden Energie. Und Page der Kelche, du kannst es wie auch nicht glauben, oder? Du denkst, hey, also ist das jetzt wahr oder ist das jetzt nicht wahr? Du bist so in einer Energie von, also auch, ja, eigentlich unüblich für einen Steinbock. Steinbock ist eigentlich ein Zeichen, wo sehr, ja, sehr, sehr gut kann Entscheidungen treffen, sehr klar weiß, was für dich gut ist, was du möchtest. Und aber doch bist du auch in einer sehr herzigen Energie und sagst, hey, was läuft hier gerade? Ist das wirklich so? Unglaubwürdigkeit im Spiel, ja. Und doch das Universum bringt dir etwas Neues in dein Leben und bringt Balance. Weil schau mal, wir haben hier die Waage. Es ist Balance hier im Spiel. Hier 2 Kelche, hier ein Ausgleich, hier ist ein Ausgleich nötig. Das Universum beschenkt dich jetzt. Und hier die Herrscherin, sowieso, du darfst jetzt auch die Fülle erleben, denn du bist ein Mensch, der schon viel Fülle den anderen gegeben hat und jetzt darfst du selbst auch Fülle erleben. Trotzdem noch gern ein Ratschlag vom Universum an dich, lieber Steinbock. Gerne einen Ratschlag für den Steinbock. Drei der Stäbe. Cool. Also, was hier ist der Stern und 3 der Stäbe. Also, es geht ganz klar um du darfst vertrauen, du wirst geführt.
Das Universum hat einen Plan, drei der Stäbe sehr stark mit dem Universum hier verbunden, weil ich spüre einfach, das ist sehr stark gekoppelt. Das Universum redet hier, lieber Steinbock, und sagt, los, hör zu, Steinbock, ich führe dich, vertraue mir, geh einfach den Weg. Und wir haben den Plan schon für dich. Wir haben den Plan schon ausstudiert für dich. Wir wissen genau, was hier als nächstes für dich ansteht. Und vertraue und gehe den Weg. Drei der Stäbe, unsere Pläne sind schon in der Schublade. Das sagt das Universum. Und geh einfach in dem Vertrauen. Komme ins Vertrauen. Das ist sehr schön. Schau mal diese Karte, Violett, sehr starke spirituelle Energie. Und ja, ich habe hier auch violette Kerzen. Siehst du, das passt sehr schön zu diesen zwei Kerzen hier. Und ja, es ist einfach das Vertrauen musst du haben. Das Vertrauen. Sehr starkes Vertrauen darfst du haben. Und auch dich ein bisschen dem Lebenslauf, dem Flow des Lebens hingeben. Und einfach sagen, ja, naja, wenn das so ist, dann mache ich einfach. Es ist wie wenn jemand dir hier Urlaub schenkt. Jemand schenkt dir einen Urlaub, bezahlt dir den Urlaub und du musst eigentlich nur das Surfbrett nehmen und jetzt einfach warten, bis die Welle kommt und dann gehst du. Und ja, einfach in dieses Vertrauen gehen. Genau. Lass dich mitziehen mit dieser Energie, dieses Menschen. Denn das ist auch mega schön, oder? Wenn ein Mensch eine neue Energie ins Leben bringt und man sich ein bisschen auch mitziehen lassen darf von dieser Energie. Ja, lieber Steinbock, ich hoffe, diese Legung konnte dich ein wenig inspirieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit, eine bereichernde Zeit. Bleib gesund und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss!